Die Schlacht von Gallipoli brachte seit Monaten keine Fortschritte. Letzte Woche hatten die Alliierten tausende neue Soldaten herangebracht, um erneut einen Sturm auf die Anhöhen zu wagen. Aber was passiert, wenn frische Rekruten, die noch nie in einer Schlacht gekämpft haben, plötzlich einem erfahrenen Gegner gegenüberstehen? Wir werden es heute erfahren. Mein Name ist Christoph Krachten, herzlich willkommen. Letzte Woche war die polnische Hauptstadt Warschau nach ihrer Evakuierung an die deutsche Kriegsmaschinerie gefallen. Zusätzlich belagerten die Deutschen nun auch noch die russisch-litauische Festung Kaunas. Auf Gallipoli waren die Briten erfolgreich in der Suflabucht gelandet, waren aber nur ein kurzes Stück Wegs vorangekommen, bevor sie unschlüssig innehielten. Gleichzeitig hatten neuseeländische Einheiten es geschafft, die Anhöhe von Chunuk bei ihr einzunehmen. Und die Deutschen schwangen sich an der Westfront mit Fokkers neuem Unterbrechergetriebe zu den neuen Herren der Lüfte auf. Aber das brachte ihnen für den Moment auch keine großen Vorteile. Am 7. August griffen die Deutschen in den Argonnen und den Vogesen an, wurden aber wieder zurückgeworfen und verloren ungefähr 4000 Mann. Sie versuchten in dieser Woche noch zwei weitere Male in den Argonnen durchzubrechen, aber vergeblich. Dafür wurden jedoch verstärkt Zeppelin-Angriffe auf die britische Küste geflogen. Das Ergebnis der Angriffe vom 9. und 13. August: 29 getötete britische Zivilisten. Die Bevölkerung in Großbritannien hatte es aber noch wesentlich besser als die in Osteuropa. Viele von ihnen waren auf der Flucht, nachdem sie ihre Häuser und Felder hatten anzünden müssen. Die deutsche Armee, die Warschau eingenommen hatte, drang weiter nach Osten vor und folgte den immer weiter zurückfallenden Russen. Diese hatten eine 90.000 Mann starke Garnison in der am Zusammenfluss von Bug und Weichsel gelegenen Festung Nowogeorgiewsk zurückgelassen, um den deutschen Vormarsch zu verlangsamen. Aber der Plan ging nicht auf. Die Deutschen umzingelten einfach die Festung und belagerten sie. 80.000 Mann ließen sie dafür zurück und der Rest der Truppen marschierte unaufhaltsam vorwärts. Sie brachten ihre schweren Haubitzen heran, die 42 cm Mörser, genannt Dicke Bertha, die im letzten Herbst schon Antwerpen bombardiert hatten. Auch der Kommandeur war derselbe wie damals, General Hans Hartwig von Beseler. Auch weiter im Norden waren die Deutschen auf dem Vormarsch und bewegten sich weiter auf Riga und Kaunas zu. Gleich zweimal beschoss die deutsche Marine in dieser Woche die Stadt Riga, wurde aber beide Male erfolgreich abgewehrt. Am 7. August schafften es die Russen sogar, die deutsche Armee nahe Riga kurzzeitig aufzuhalten. Bei Kaunas begann die deutsche Artillerie am 8. August damit, die Festungsanlagen zu beschießen. Sie nutzten dazu einen Mörser mit dem Tarnnamen Gamma-Gerät, dessen Munition eine Tonne wog und der eine Reichweite von 14 Kilometern hatte. Doch die Russen schlugen mehrere Versuche zurück, den äußeren Festungsring zu durchbrechen und brachten den Deutschen hohe Verluste bei. Am 9. August versuchten es die Deutschen mit einem nächtlichen Überfall, verloren aber drei volle Bataillone bei den russischen Gegenangriffen. Im Übrigen war das deutsche Artilleriebombardement so gewaltig, dass es noch im 100 Kilometer entfernten Vilnius gehört werden konnte. Obwohl die russischen Gegenangriffe zu Beginn der Woche noch recht effektiv gewesen waren, mussten nach wenigen Tagen sowohl Vilnius als auch Kaunas evakuiert werden. Trotzdem konnten die Deutschen noch nicht durchbrechen, wenngleich deren Artillerie verheerenden Schaden an den die Festung umgebenden Forts anrichtete. In Berlin gestattete Kaiser Wilhelm unterdessen die Aufstellung eines Bataillons aus 2000 Finnen, das gegen Russland kämpfen sollte. Die Rekruten mussten aus Finnland herausgeschmuggelt werden, was angesichts der omnipräsenten russischen Polizei nur unter allergrößter Geheimhaltung geschehen konnte. Doch zurück zur Ostfront. Am Ende dieser Woche schafften es Österreich-Ungarn und Deutschland, ihre Streitkräfte westlich von Brest-Litowsk zu vereinigen. Damit bildeten sie eine undurchdringliche Linie, die gleich drei russische Armeen umzingelte und schon das nächste Desaster für die Russen ankündigte. Und eines der größten Desaster dieses Krieges, die Schlacht von Gallipoli, ging diese Woche mit neuen Angriffen weiter. Am 9. August wurde erneut die türkische Stellung bei Koja Çem Tepe angegriffen. Britische und indische Gurkha-Einheiten schafften es sogar bis zur Spitze und wehrten die folgenden Gegenangriffe mit einer Bajonettattacke ab. Sie schafften es sogar beinahe, ihre türkischen Gegner die andere Seite hinabzutreiben. Doch dann wurden sie von ihrer eigenen Schiffsartillerie beschossen, die noch nicht über den gelungenen Angriff informiert waren. Also mussten sie sich wieder zurückziehen. Die neuseeländischen Streitkräfte, die seit ein paar Tagen Chunuk bei ihr hielten, wurden abermals von türkischen Truppen unter dem Kommando von Mustafa Kemal angegriffen. Doch diese schlugen sie bravourös zurück und verursachten unter den Türken großes Chaos. Sie wollten sich zurückziehen, doch ihr vor kurzem mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse geehrter und zum Oberst beförderter Kommandeur Mustafa Kemal sagte zu ihnen, Zitat,
Überstürzt es nicht, meine Söhne. Seid nicht in Eile, wir werden den richtigen Zeitpunkt abwarten. Dann werde ich hinausgehen und wenn ihr mich meine Hand heben seht, solltet ihr besser eure Bajonette geschärft und aufgepflanzt haben und mir folgen. Zitat Ende. In der Zwischenzeit waren den Neuseeländern zwei Bataillone aus Lord Kitcheners New Army, die noch nie in einer Schlacht gekämpft hatten, zu Hilfe gekommen. Die 6th Loyal North Lancashires und die 5th Wiltshires. Am Morgen des 10. August 1915 um 4.45 Uhr hob Mustafa Kemal seine Hand und marschierte vorwärts. Seine mittlerweile 6 türkischen Bataillone stürmten auf die Lancashires zu und erstachen etliche von ihnen mit dem Bajonett. Zum großen Unglück der Briten hatten die Wiltshires dahinter gerade für eine kurze Rast ihre Gewehre abgelegt, sodass diese nur noch hilflos davonrennen konnten. Also stürmten die Türken weiter in der Hoffnung, die Alliierten gänzlich vom Hügel vertreiben zu können. Doch die neuseeländischen Maschinengewehrschützen weiter unten eröffneten das Feuer und mähten die linke Flanke der Angreifer nieder. Die rechte Flanke erreichte ein Plateau, das die Briten The Farm getauft hatten, und traf dort auf die 38. Brigade. Nahkämpfe brachen aus und nachdem die halbe Brigade tot am Boden lag, unter ihnen auch Brigadegeneral A.H. Baldwin, zogen sich die Überlebenden auf beiden Seiten zurück, die Briten weiter den Hügel hinunter und die Türken wieder zurück in Richtung ihrer Stellung. Schunuk Bair war also wieder in türkischen Händen. Zwar waren die Linien der Alliierten insgesamt ein kleines Stück weiter landeinwärts gerückt, befanden sich aber immer noch auf der westlichen Seite der Halbinsel. Stellt euch das mal vor, die neuseeländischen Truppen, die die Spitze Chunuk Bairs eingenommen hatten, konnten von dort aus die Meerenge sehen. Sie zu erreichen, war ihr Hauptziel gewesen. Ob sie sie jemals wieder sehen würden? Bei der Suffla-Bucht, wo die britischen Verbände in der letzten Woche erfolgreich gelandet waren, kam es an mehreren Tagen zu Kämpfen. Am 7. August befanden sich 25 britische Bataillone vor Ort und der deutsche Admiral von Tirpitz vertraute seinem Tagebuch am selben Tag noch Folgendes an. An den Dardanellen kommt es seit gestern wieder zu schweren Kämpfen. Die Situation ist eindeutig kritisch. Sollten die Dardanellen fallen, ist der Weltkrieg zu unseren Ungunsten entschieden. Zitat Ende. Doch nach der erfolgreichen Landung waren die Truppen nicht direkt in Richtung Achi Baba vorgerückt und dieses Zögern würde sich in den nächsten Tagen als fatal erweisen. Der britische Historiker Brigadegeneral Aspinall Auckländer ging hart mit ihnen ins Gericht. Zitat: Durch das Zögern des 7. und 8. August waren alle Vorteile, die durch die überraschende Landung bei Suffla errungen worden waren, wertlos. Es war nun ein Kampf zwischen gleich starken Truppen. Die Briten waren schutzlos und die Türken besaßen alle verfügbaren Aussichtspunkte. Bei gleicher Truppenstärke gab es ohne den Überraschungseffekt keinerlei Möglichkeit für die Briten, siegreich aus dieser Konfrontation hervorzugehen. Zitat Ende. Außerdem erwähnte er, dass die Soldaten der frischen britischen Bataillone noch neu auf dem Schlachtfeld waren, wohingegen ihre türkischen Feinde schon einiges an Erfahrung gesammelt hatten. Insgesamt hatten in den Schlachten in der Suffla-Bucht und auf dem Chunuk Bair 50.000 Briten, Australier und Neuseeländer gekämpft. 10.000 von ihnen wurden getötet und 2.000 leicht verwundet. Doch zusätzlich mussten 22.000 kranke und schwer verletzte Soldaten von Gallipoli aus in Lazarette in Ägypten und Malta gebracht werden. Am Ende der Woche waren diese Krankenhäuser proppenvoll. Und auch diesmal wurde nicht aus den Fehlern gelernt. Als am 13. August erneut von der Suffla-Bucht aus angegriffen wurde, brachen die Truppen den Angriff viel zu früh ab und gruben sich ein. Weit und breit gab es weder türkische Truppen noch türkische Schützengräben. Deshalb hätten die alliierten Truppen noch sehr viel weiter vorrücken und höheres Gelände einnehmen können. Binnen 24 Stunden hatte die türkische 5. Division sie wieder zurück zum Strand getrieben. Außerdem wurde am 13. August der alliierte Truppentransporter Royal Edward vor der Insel Kos von einem deutschen U-Boot versenkt. 1865 Soldaten ertranken. Das war es für diese Woche. Die deutschen und österreichischen Armeen vereinigten sich an der Ostfront und prophezeiten damit noch größere Schwierigkeiten für die Russen. Diese wurden bei Kaunas und Nowogeorgiewsk belagert. Die Deutschen verloren in den Argonnen und die Alliierten auf Gallipoli. Man kann es nicht anders nennen. Klar, die Alliierten konnten geringe Geländegewinne verzeichnen, aber wenn gleichzeitig ganze Bataillone praktisch komplett vernichtet werden, ist das wohl kaum ein Erfolg. Verständlicherweise benötigten die Neuseeländer auf Chunuk Bair Verstärkung und wahrscheinlich waren die Lancashires und die Wiltshires die einzig verfügbaren Truppen in der Nähe. Aber diese völlig unerfahrenen Männer, die noch nie eine Schlacht gesehen hatten, waren einfach nur Kanonenfutter. Es gibt keine Strategie, die so etwas rechtfertigt. Allerdings sagt sich das im Nachhinein immer sehr viel leichter als zum damaligen Zeitpunkt.
Die Landung auf Gallipoli war jetzt schon einige Monate her und sie war von Anfang an nicht von Erfolg gekrönt. Wenn ihr erfahren wollt, wie das Unheil seinen Anfang nahm, dann klickt für dieses Video hier. Für mehr historische Hintergründe schaut doch mal bei uns bei Facebook vorbei. Und wenn euch dieser Kanal gefällt, lasst uns doch ein Abo da. Bis dann. Bleibt dran.